Okay, bevor ihr sauer werdet. Ich weiß, ich habe hier wieder irgendeinen Scheiß mit Thomas, aber ich wollte gerne ein Video machen, damit ich nicht aus dem Flow komme. Ich habe, wie man hören kann, eine ziemliche Grippe und hatte darum keinen Bock, ernsthafte Arbeit zu investieren. Also, Thomas. Ich versuche hier ein bisschen lustiger zu sein als sonst und ein paar intelligentere Sprüche zu machen, weil Thomas. Aber ich kann verstehen, wenn ihr keinen Bock habt, euch das anzuhören. Von daher. Entschuldigt, dass ich eure Zeit verschwendet habe, und für alle anderen geht's jetzt weiter mit Thomas. Vom Saulus zum Paulus. Lieber Ferngard, ich habe dir letztens schon mal in den Kommentaren zu diesem Thema was geschrieben. Das Gespräch lief etwa so ab. Du hast gesagt, Firngard, wenn du deine tolle, kraftvolle, sexy Stimme fürs Christentum benutzen würdest, dann jade, 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 jade. Worauf ich geantwortet habe, dass ich mal Christ war und sobald ich mich intensiv mit Religion beschäftigt habe, Christentum absolut keinen Sinn mehr gemacht hat, weil es schwachsinnig ist. Und daraus hast du aus irgendwelchen Gründen verstanden, dass ich vom Christentum und von der Religion im Allgemeinen emotional verkrüppelt zurückgelassen und leer und nach Liebe suchend und bla. Woraus ich schließen kann, dass du von deinen Medikamenten runter warst und so wie du argumentierst, immer noch runter bist. Gott wird dich in naher Zukunft begegnen. Und dann hast du die Möglichkeit, von Saulus zum Paulus zu werden. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, wird Gott mich begegnen. Und wenn Gott mich begegnet hat, habe ich die Möglichkeit, von einem antiken Römer, der Christen aufgrund ihrer Religion verfolgt und getötet hat, zum Felsen zu werden, auf dem die katholische Kirche aufgebaut ist. Ich glaube, ich habe mit den Medikamenten recht. Wie er dich begegnen wird, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir auch nicht genau sagen, wann es genau sein wird. Ich sage nur, dass es in naher Zukunft sein wird. Also du weißt nicht, wann oder wie mir Gott begegnen wird, aber du bist dir hundertprozentig sicher, dass Gott mir begegnen wird. Und dass er mich dadurch in näherer Zukunft zum Paulus machen will. Du weißt schon, dass es etwas schwierig ist, mir sowas einzureden, weil ich etwas Ahnung von dem Thema habe. Und ich somit zum Beispiel weiß, dass Grundsachen des Christentums, wie zum Beispiel die Dreifaltigkeit, erst im 4. Jahrhundert durch alte Männer festgelegt wurden. Das heißt, selbst wenn ich irgendwann ein Christentum verbreiten sollte, könntest du mit dem Christentum nichts anfangen, einfach weil es sich nicht nach der Bibel richten würde, die du kennst, weil ich objektiv sein möchte bei sowas. Ich gebe dir nur diesen Impuls mit. Deine Stimme ist ein Geschenk, das nicht jeder hat. Du hast eine kräftige Stimme. Und diese kräftige Stimme hat Einfluss auf die Menschen. Wenn Gott deine Stimme gebrauchen dürfte, dann kannst du für die Menschen ein Segen sein. Und hier haben wir schon das erste Problem in deiner kleinen Puppenspiellogik. Weil ich, wie man momentan sehr schön hören kann, eine ziemliche Grippe habe, könntest du oder andere Spinner sich hinstellen und sagen, schaut nur, Gott hat ihm seine mächtige, coole, sexy Stimme genommen, als Bestrafung dafür, dass er nicht das Christentum predigt. Das heißt, wenn du mir nicht offenbaren kannst, dass Gott mir durch einen verbrannten Toast, eine weinende Marienstatue oder Jesus, der mit einer Flasche Gleitgel und einem Ey an meiner Haustür steht, erscheint, gebe ich keinen Fick auf irgendwelche Zeichen, die angeblich passieren könnten, weil man alles als Zeichen deuten könnte, was man will. Deine Stimme wird für die Menschen ein Segen sein, weil die Menschen werden dir zuhören. Okay, bin zwar ein bisschen grippelikal gerade, aber versuch, okay? Thomas? Die Bibel ist Schwachsinn, Jesus hat es wahrscheinlich nie gegeben und alles, was du aus der Bibel an Wissen zu ziehen glaubst, ist nicht da. Wenn du jetzt spontan Atheist geworden bist, Glückwunsch, deine These ist richtig. Wenn du nicht spontan Atheist geworden bist, Glückwunsch, du hast kapiert, dass Leute nicht automatisch irgendwas glauben, nur weil ich es sage. So, hast du sonst noch irgendwelche blöden Sachen gemacht in letzter Zeit? Gay Porn on YouTube. Die hast du aber nicht selber gedreht, oder? Schwulen Porno auf YouTube? Das gibt es. Und zwar massenhaft. Aber schauen wir uns doch erst einmal die Community richtig. Ja, Pornos sind verboten, jade, jade, weiter. Das erste Video ist Gay Sex. Aufrufzahl 4 Millionen. Ich kürze das mal ab. Thomas hat ein paar bekannte Homoerotik-Videos gefunden, bla bla bla, weiter. Altersbeschränkung für Kinder nicht vorhanden. Also, du hast ein paar Szenen von sich küssenden und nackt nuddelnden Männern gefunden und sagst, überall sind Schwulenpornos. Wow, musst du unschuldig sein. Die Definition eines Pornos in diesem Sinne wäre, dass man die Geschlechtsorgane sehen kann, also Pipi, Mann, Mumu oder Nippel, oder dass eine Penetration gezeigt wird, was hier nicht der Fall ist. Vor allem nicht im letzten Ding, was aus Queer as Folk kommt. Einer Fernsehserie, die man sich übrigens in der DVD-Box kaufen kann als Minderjähriger. Ihr versteht, warum das lustig ist.
Aber wenn wir Thomas' Idiotendefinition von Pornos gelten lassen, findet man haufenweise an Heteropornos auf YouTube, hauptsächlich von wackelnden Titten, und haufenweise Fetischpornos, unter anderem, weil eine Frau, die sich hinstellt und dir sagt, dass du einen kleinen Schwanz hast, nicht gegen Community-Richtlinien verstößt, und zum anderen, weil eine Frau, die ihre Füße im Kartoffelsalat hat, nicht für alles sexy ist. Es kommt darauf an, was die eigenen Präferenzen sind. Und wenn du von zwei nackten Männern, die sich küssen und mit Unterhose an Knuddeln geil wirst, Gratulation, du bist auf dem sexuellen Entwicklungsstand eines Teenagers, der geil wird, wenn er denkt, die Felsen sehen ein bisschen aus wie Titten. Aber das, was mich am meisten beeindruckt hat, dass die Gender-Ideologen keine Nische auslassen, um Homosexualität zu propagieren. Hier werden sogar Videospiele benutzt, um Homosexualität darzustellen. Oder sogar Schwulenporno. Hier in diesem Fall in dem Videospiel Mass Effect 3. Thomas, die Mass Effect-Reihe und auch die Dragon Age-Reihe sind bekannt dafür, dass sie Romantikoptionen haben. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob eine Sexszene, die aussieht, als ob man Barbie-Puppen aneinander reibt, romantisch ist oder nicht, aber das mal außen vor. Bei diesen Romantikoptionen hat man immer eine gewisse Auswahl. Wenn wir zum Beispiel Dragon Age 1 nehmen, haben wir als Romantikoption einen heterosexuellen Mann, eine heterosexuelle Frau, einen bisexuellen Mann und eine bisexuelle Frau. Das heißt also, egal was man ist, man findet jemanden, der der eigenen Präferenz entspricht. Aber das wichtige Wort hier ist Romantikoption. Man wird nicht in der Storyline gezwungen, überhaupt irgendeine Romanze nachzugehen. Das Spiel zwingt dich nicht, einen schwulen Charakter zu spielen. Das Spiel gibt dir die Möglichkeit, einen schwulen Charakter zu spielen, falls du das gerne möchtest. Also sehe ich nicht, wie das böse Genderpropaganda ist, vor allem wenn man dieselbe Anzahl, wenn nicht sogar mehr Möglichkeiten hat, eine heterosexuelle Beziehung nachzugehen. Jetzt habe ich eine Frage an euch Gutmenschen. Wie ist das möglich, dass man Schwulenpornos auf YouTube verbreitet, ohne Altersbeschränkung für Kinder? Vielleicht hat irgendjemand eine plausible Antwort darauf. Um das Ganze mal bei Mass Effect und Dragon Age zu belassen. Ein guter Grund, warum das ohne Jugendschutz auf YouTube hochgeladen wird, ist, weil alle am Sex Beteiligten ihre Unterwäsche anhaben, relativ emotionslos dabei aussehen und nach ein bisschen Rummelknutsche, das aussieht, als würde der eine das Gesicht des anderen fressen wollen, das Ganze schwarz wird. Also man nichts Explizites sieht. Zu behaupten, dass das Video aus Dragon Age expliziter Hardcore-Gay-Porn ist, wäre so wie zu sagen, dass die in Anführungsstrichen Sex-Szenen mit Iron Bull aus Dragon Age 3 expliziter SM-Porn sind. Und man muss kein Indianer sein, um weitere Videos zu finden. Denn hat man eines gefunden, findet man sie alle. Denn dafür sorgt YouTube selbst. Du hast recht, Thomas. Sobald man die schwulen Romantikoptionen gefunden hat, findet man auch die Heteroromantikoptionen und die Playthroughs. Genauso wie man zum Beispiel bei der Queer as Folk-Szene so gut wie alle anderen Queer as Folk-Szenen findet, die irgendwie lustig oder wichtig für die Serie sind, die nichts mit Sex zu tun haben. Genauso findet man auch die Bettszene aus Twilight Waking Dawn Teil 1. Von daher würde ich mal sagen, worüber regst du dich so auf? Ich werde jetzt einfach mal ganz klipp und klar sagen, ich finde diese schwulen Pornos ekelhaft und abstoßend. Bah, da könnte ich spucken drauf. Aber sowas zeige ich meinen Kindern. Okay, folgende Szene. Zwei Rentner, ein Männchen und ein Weibchen, stehen in Stützstrumpfunterwäsche von Beate Use im Raum. Sie fangen an, sich zu küssen und das ganze Bild blendet langsam zu schwarz aus. Es wird impliziert, dass diese beiden Leute miteinander schlafen. Ich persönlich finde diese Vorstellung in der Regel widerlich, weil ich nicht auf Rentner stehe. Aber ich versuche nicht, diese Darstellung zu verbieten oder als pornografisch abzustempeln, weil sie nicht pornografisch ist. Ich versuche nicht, das Ganze zu verbieten, weil nur weil es mir nicht gefällt, heißt das nicht, dass es anderen nicht gefallen darf. Ich versuche nicht, Kinder mit in meine Argumentation reinzubringen, weil Kinder dadurch nicht gefährdet werden. Alles, was du hier angebracht hast, sind keine Pornos, sondern implizierte sexuelle Handlungen. Also Sachen, die laut Richtlinien vollkommen legal sind. Aber hey, man darf ja gegen Homosexualität ja nichts sagen, sonst wird man gleich in die Homophobie-Kiste gedrückt. Und deswegen werden solche Videos nämlich auch zugelassen, weil das dient ja im Sinne der Aufklärung. Leute, wie krank seid ihr eigentlich alle? Nein, Thomas, das dient nicht der Aufklärung und wurde auch nicht von einem großen schwulen Weltbund installiert. Diese Sachen sind da, weil sie laut den Richtlinien da sein dürfen. Aus denselben Gründen findest du zum Beispiel auch Sexszenen aus Buffy oder Twilight oder die ganzen heterosexuellen Szenen aus der Mass Effect und Dragon Age-Reihe. Das liegt nicht daran, dass es irgendeine große Verschwörung der Welt gibt, sondern daran, dass diese Sachen gezeigt werden dürfen, weil sie eben keine Pornos sind, weil keine expliziten Handlungen stattfinden.
Aber dein Weltbild ist interessant. Du bist dazu in der Lage, einen Großteil der Videos, also alle heterosexuellen Videos, zu ignorieren und dich nur und ausschließlich auf den Anteil an homosexuellen Videos, die du finden kannst, zu konzentrieren und darauf basierend eine Argumentation aufzubauen. Und wenn man dich in Kommentaren darauf hinweist, steuerst du komplett andere Gefilde an. Es ist herrlich. Naja, ich möchte mit deinem gruseligen Weltbild jetzt nicht mehr zu tun haben als nötig. Also verabschiede ich mich. Ich lege mich ins Bett mit einer Hühnersuppe und einem guten Porno. Ja, möchtest du den lieben, netten Leuten da draußen noch irgendwas sagen? Und mehr werde ich dazu nicht mehr sagen. Und dazu sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.